Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir und auch herzlich willkommen in der Adventszeit. Ja, es ist soweit. Heute ist der erste Advent und ich wünsche euch einen wunderbaren ersten Advent, eine wunderbare Vorweihnachtszeit und hoffe, dass ihr diese Zeit ganz toll genießen könnt, auch wenn sie ein bisschen kürzer ist als sonst, da euch das ja Heiligabend auf dem vierten Advent fehlt uns ja eine Woche, was ich echt schade finde. Ja, bei mir ist schon reichlich dekoriert. Ich bin auch soweit gut fertig. Es fehlt noch ein Fenster und der Balkon. Für den Balkon war es mir vorhin zu kalt. Das muss ich morgen machen, wenn es noch ein bisschen heller ist. Und das eine Fenster ging noch nicht, weil deine Lichterkette kaputt war und ich mir das nicht irgendwie notiert hatte, was natürlich total doof ist, aber es ist, wie es ist. So muss ich am Montag nochmal los. Es ist aber nicht weiter tragisch. Ja, ihr seht mich vor dem Bücherregal. Meinem Rücken geht es soweit wieder sehr gut. Er hat die erste Bürowoche sehr gut überstanden. Und ich habe wirklich versucht, in der Pause und nach der Arbeit einen Ausgleich zu finden, während der Arbeitszeit öfter mal ein Glas Wasser zu holen, nicht die Kanne voll machen, sondern wirklich so gefühlt für jedes Glas ein bisschen aufzustehen und wirklich auch nach der Arbeit Runde laufen gehen und auch einfach mal die Faszienrolle weiterverwenden. Und das tat mir auch wirklich sehr, sehr gut. Es war insgesamt eine sehr angenehme, schöne Woche und auch lesetechnisch wirklich zwar ein bisschen gemischt, aber dennoch noch nicht katastrophal schlecht. Und ich denke, ich zeige euch einfach nach und nach, welche Bücher es waren in der Vorschau. Und dann gibt es auch noch ein bisschen was zu einer Serie. Es gibt einen Booktuber Adventskalender und es ist ein cooler Neuzugang bei mir eingezogen, den ich euch zeigen möchte. Ja, das erste Buch, was ich beendet habe am Wochenende, ich glaube, da muss die Kamera mal so ein bisschen drehen, ja, ist Sherlock, der Manga. Das ist der dritte Teil, das große Spiel. Und wie man hinter mir unschwer erkennen kann, es sind die Mangas, die ich unglaublich gerne mag. Ich habe die ersten beiden verschlungen, habe mich sehr auf den dritten gefreut und ihn dann auch diese Woche gelesen. Dann haben wir im Leseklub beendet, Michael Endes, die unendliche Geschichte. Und es war ja ein Re-Re-Re-Re-Read von mir. Ich glaube, zum vierten Mal habe ich dieses Buch gelesen. Und es war einmal wieder etwas ganz Besonderes und ich glaube, man muss sich dieses Buch viel öfter im Leben mal verschreiben. Dann habe ich beendet, Sleeping Beauties von Stephen King und Owen King. Und es ist ein absoluter Wälzer und ich habe mir mit dem Hörbuch, wie ihr wisst, schwer getan und habe es ja dann als E-Book und Hardcover gelesen. Und wie mir der neue King gefallen hat, das natürlich dann gleich. Dann habe ich gelesen einen ersten Teil einer Reihe, und zwar die Chroniken von Amber von Roger Zelazny. Ich vermute mal, man spricht ihn so aus. Die neun Prinzen von Amber. Das ist der erste Teil einer fünfteiligen Reihe. Es ist eine Neuauflage. Die Reihe gibt es also schon. Und jeden Monat erscheint da wohl auch ein Teil. Ist High Fantasy und hat mich sehr neugierig gemacht. Und Und dann habe ich von Anna Fischer das neue Buch von ihr zur Verfügung gestellt bekommen. Von Amor gemobbt. Ja, ein Buch, das eine Liebesgeschichte beinhaltet, wie es der Titel ja unschwer fast erkennen lässt, und auch doch das recht bunte und lebendige und moderne Cover, wie ich finde. Und wie mir das gefallen hat, das natürlich dann auch. Aber wir starten jetzt erst mit dem neuen Sherlock-Manga. Das Buch ist erschienen am 28.11. im Carlsen Verlag, kostet als Taschenbuch 15 Euro und ist von Jay, zumindest der Manga. So steht es zumindest drauf. Es ist der dritte Teil dieser Manga-Reihe, der ja auf der BBC-Serie basiert, und das ist das große Spiel. Hat 244 Seiten und wurde von mir verschlungen. Ja, wie natürlich alle anderen Mangas vorher von Sherlock auch. Ich bin ja in diesem Jahr total dem Sherlock Holmes Fieber im Grunde ausgeliefert worden, habe die Serie gesuchtet, auch jetzt die Mangas gesuchtet und möchte im neuen Jahr auf jeden Fall auch die Geschichten von Arthur Conan Doyle lesen, die ja hier hinten schon bereitstehen, und wie auch die zwei passenden Figuren zur Serie. Ja, das Buch beinhaltet in den dritten Fall das große Spiel, und hier ist das Problem, dass Sherlock anfangs sehr gelangweilt ist. Also er schießt auf Wände
Und ja, er kann sich nicht so richtig, also hier zum Beispiel sehr cool, er kann sich nicht so richtig auf irgendwas konzentrieren und ja, hat eigentlich auch keine Lust, seinem Bruder Mycroft zu helfen, der wohl etwas ganz Großes eigentlich an der Angel hat. Und dann passieren aber ein paar Morde und ja, Sherlock muss diese lösen innerhalb einer Zeit und trifft dabei auf seinen größten Feind, ja, der die Bühne in diesem Manga, in dieser Folge sozusagen auch betritt. Und ich muss sagen, es ist einer meiner allerliebsten Bösewichte, die ja, es so gibt, wie ich finde. Ja, ich finde, mehr kann man zu so einer kurzen Geschichte theoretisch auch nicht sagen. Und das Schöne ist halt, die Grafiken sind absolut den beiden Schauspielern natürlich nachempfunden. Und ich bin einfach ein absoluter Benedict Cumberbatch-Fan. Und ich finde, der ist auch mega gelungen. Also jetzt nicht unbedingt auf der ersten Seite, aber innen drin, ich finde, seine Mimiken sind absolut grandios eingefangen. Wem ich nach wie vor nicht so gut finde, ist tatsächlich Watson, wo ich mir immer so denke, irgendwie, ich finde, der sieht immer ein bisschen verbittert aus und das ist ja eigentlich nicht so. Und ich weiß gar nicht, sieht man hier was? Nein, also man sieht hier das ganze Bild. Und ja, also ich bin ein Fan dieser Manga-Reihe. Es ist auch so ziemlich jetzt die einzige, die ich weiterverfolge. Und ich ja, freue mich und hoffe, dass es da auch auf jeden Fall weitergehen wird. Es ist einfach toll, diesen Fall so intensiv nochmal zu sehen. Natürlich kenne ich ihn aus der Serie und man weiß natürlich, was passiert. Aber so diese Gedanken nochmal zu sehen, diese Mimiken zu sehen, dieses, ich finde, das ist ein ganz intensives Lesen in dieser Manga-Art und man hat auch wirklich das Gefühl, dass dann nochmal mehr Gefühl und nochmal mehr Intensität dazu kommt, als wenn man nur die Serie guckt, finde ich. Und ja, ich kann sowohl die Serie empfehlen, wie natürlich auch die Manga-Reihe und finde, ich fand es einfach großartig, es wieder zu lesen. Ich muss sagen, der dritte Fall war jetzt tatsächlich so ein bisschen der schwächste Fall von denen bisher, was aber nichts mit dem Manga an sich zu tun hat, sondern einfach mit der Geschichte, weil ich die auch nicht ganz so spektakulär finde. Die wird eben erst gegen Ende toll, wenn dann eben mein Lieblingsbösewicht auftaucht. Und ja, ich bin da einfach Fan, da kann man nicht anders sagen. Ich denke, den Funko könnte ich mir auch mal noch hier herstellen. Mal gucken. Ja, das ist der dritte Sherlock. Ich bin begeistert und ich glaube, jeder Sherlock-Fan, ja, der gerne mal in Mangas reinliest, ist hier auf jeden Fall richtig. Und ich hoffe, dass es mit der Reihe weitergeht und wir dann auch demnächst den vierten Teil haben. Und wichtig ist ja immer, man sieht, wenn man das Buch normal aufschlägt, dann ein großes Hals, dass man eben einen Manga andersrum liest. Und es wird eben auch nochmal, ach hier auch ein sehr schönes Bild, es wird eben auch erklärt, wie man einen Manga liest. Man gewöhnt sich da innerhalb von 3-4 Seiten ist man drin. Also dann kommt einem das gar nicht mehr komisch vor. Also absolute Empfehlung, hat mir sehr, sehr gut gefallen. So auch, und das sage ich gleich vorab, die unendliche Geschichte von Michael Ende, ein Buch, das wir jetzt im Leseklub gelesen haben, den findet ihr natürlich wie immer in der Infobox, denn bald geht es ja mit dem Winter-Weihnachtsbuch los. Ja, es war ein Reread von mir. Ich habe ihn, glaube ich, zum vierten Mal gelesen, so wenn ich so richtig zurückrechne. Und es ist einfach eine Geschichte, die mir High Fantasy näher gebracht hat, die mich in diese Welten hat eintauchen lassen, als ich jung war und ich das schon immer ganz toll fand, mit Bastian, den ich liebevoll immer Basti nenne, ja, nach Phantasien zu reisen. Denn darum geht es, wir begleiten den kleinen, dicklichen Bastian ja durch die unendliche Geschichte eben nach Phantasien. Und Bastian sitzt irgendwo, liest in der unendlichen Geschichte und ja, geht dort auf Reisen, denn die kindliche Kaiserin scheint irgendwie krank zu sein. Somit ja, macht sich auch das Nichts in Phantasien breit. Und ja, wie ihr geholfen werden kann, das soll Atreyu herausfinden. Und das zusammen auch mit Fuchua. Ich glaube, ja, das ist definitiv eine Figur, die jeder kennt. Und ja, wir begleiten Basti und ich ja, fand es toll. Ich fand es total toll und man merkt, wenn man das schon 10, 12 Jahre nicht mehr gelesen hat, dass einem manche Dinge noch absolut präsent sind, dass man manche Dinge noch vor Augen hat. Es gibt hier so einen Charakter, der in Dichterform spricht. Also alles ist in Gedichten erzählt. Und so manches Gedicht habe ich mitsprechen können. Und bei anderen Dingen dachte ich, gab es den Charakter wirklich so? Hieß die so? Also ja, manches ist einem präsenter als anderes. Und das Schöne
ist einfach, man erkennt hier wirklich ganz, also man kann ganz viel hineininterpretieren. Es ist eben so der innere Konflikt. Es ist dieses Erwachsenwerden, das einem dann eben vielleicht die Fantasie nimmt, wenn man nicht darum kämpft, sie zu behalten. Und ich finde, das hat Michael Ende ganz, ganz toll gemacht. Ich finde, er hat hier ein Kinderbuch geschaffen, was vom Tempo her wirklich sehr angenehm ist, auch relativ schnell vorangeht. Also es sind 50 Seiten und es ist schon so viel passiert, was ich für Kinderbücher eben einfach wichtig finde, damit die so ein bisschen bei der Stange bleiben. Ich als Erwachsene würde man natürlich ein bisschen mehr wünschen, aber man kann sich alles wunderbar vorstellen. Es ist sehr bildhaft geschrieben, es ist sehr lebendig und ich bin einfach ein Fan von Fantasien und dieser Welt. Mir ist diesmal tatsächlich sehr viel parallel aufgefallen zum Herrn der Ringe. Also man hat schon das Gefühl, dass manche Textzeile und manche Dialoge aus Herr der Ringe Michael Ende sehr gut gefallen hat und er die fast eins zu eins zum Teil übernommen hat, wo ich wirklich erstaunt war, dass mir das vorher noch nie so groß aufgefallen ist. Aber diesmal ist mir das sehr bewusst aufgefallen, das ging auch einigen anderen im Leseclub so. Und aber es ist nicht tragisch. Ich finde, Herr der Ringe ist halt nichts für Kinder und wenn man so ein bisschen die Quintessenz aus der Geschichte und anderen Geschichten nimmt und daraus was Eigenes macht, ist das natürlich was ganz Besonderes und Michael Ende hat hier auf jeden Fall auch Fantasie bewiesen. Allein die Charaktere, die er erschaffen hat und die Umgebungen und was Basti dann alles noch erlebt, das ist wirklich großartig gemacht. Und diese Verknüpfung, dass wir als Leser eben sehen, wie jemand liest, wie er das empfindet, in dem Moment, wo er die gleiche Geschichte liest wie wir, das fand ich toll. Und das ist auch im Buch farblich gekennzeichnet. Ich weiß nicht, ob ihr seht durch das Licht. Rote Schrift ist sozusagen Basti und grüne Schrift ist dann die unendliche Geschichte. Und das ist natürlich was ich als Leser total toll finde. Und es gibt Momente in dem Buch, in denen Basti eben eine Turmuhr schlagen hört und immer so stündlich. Und ich dann auch immer mit auf die Uhr geguckt habe, huch, ist eine Stunde schon wieder um. Was natürlich bei 50 Seiten nicht immer so gut klappt, weil da brauche ich tatsächlich keine Stunde für. Aber es ist immer so, ein Blick auf die Uhr ist es bei mir auch gerade zufällig ganz. Oder ja, also tolle Geschichte, kann ich absolut für Kinder, Jugendliche, Erwachsene empfehlen. Ich finde, das ist eine Geschichte, die man sich gefühlt alle 5 Jahre geben sollte, weil sie einen nachhaltig beeindruckt, vielleicht auch ein bisschen verändert und man wieder einen anderen Blick auf die Welt bekommt und ich das einfach toll fand. Gerade was ihm diese Fantasie, das Erwachsenwerden und so betrifft, finde ich, kann dieses Buch wirklich großartig was und ganz, ganz toll, hat mir unglaublich gut gefallen. Ich habe mich wirklich mega gefreut, dass wir das auch so intensiv gelesen haben, eben im Leseclub. Und dann ging es mit einem Buch zu Ende, mit dem ich ja anfangs so meine Probleme hatte. Ja, es ist Sleeping Beauties von Stephen und Owen King. Owen ist der mittlere Sohn, soweit ich jetzt das richtig geguckt habe, von Stephen King. Und die beiden haben hier ein Werk zusammen geschaffen. Das ist am 13. November diesen Jahres bei Heine erschienen und ist mir in der Hardcover-Form auch vom Verlag zur Verfügung gestellt worden. Das Hörbuch und das E-Book habe ich mir selbst gekauft bzw. in den Gutschein eingelöst. Ich habe das Buch also in allen Varianten hier. Habe ich das in allen Sinnen sozusagen genossen. Ja, in gebundener Form kostet es 28 Euro, als E-Book 20 Euro und als Audible-Hörbuch bezahlt man einen Gutschein für. Wenn man sich ein bisschen was sparen möchte und der englischen Sprache mächtig ist, würde man für die gebundene Ausgabe sogar nur 15 Euro bezahlen, was ich echt ein Schnäppchen finde. Und das englische E-Book kostet noch 10 Euro, also die Hälfte. Das sind echt Wahnsinnspreise und ich frage mich immer, warum im Deutschen immer alles so viel teurer sein muss. Es liegt natürlich an der Übersetzung und an der bösen Preisbindung, so in Anführungszeichen. Aber wer Englisch gerne liest, ich denke, der kann hier auf jeden Fall lesen. Und da sind wir schon beim ersten Punkt. Warum ist dieser Stephen King-Titel auf einmal Englisch? In der Regel werden ja die Stephen King-Titel alle ins Deutsche übersetzt. Warum nicht Schlafende Schönheiten? Weiß ich nicht, finde ich tatsächlich ein bisschen komisch, aber egal. Ja, das Buch hat 960 Seiten und hat für mich ein sehr wunderschönes Cover. Also mir gefällt tatsächlich dieser Falter, Motte, dieser Schmetterling, je nachdem, wirklich sehr, sehr gut. Und
Ja, ich hatte ja anfangs meine Probleme mit dem Hörbuch, dadurch, dass ich David Nathan doch sehr mit Christian Bale in Verbindung gebracht habe und Christian Bale für mich eben der Sheriff war in Harmony Bay, also in Monster 1983 und ich ständig, Christian Bale vor mir sah und mich gar nicht auf die Geschichte konzentrieren konnte, obwohl David Nathan das natürlich ganz, ganz toll versucht hat, aber es bei mir einfach nicht ging. Und dann habe ich eben mir das E-Book geholt, weil ich unbedingt lesen wollte und dann kam vom Verlag auch noch diese Ausgabe und ja, mit dem Lesen ging es dann wirklich ganz, ganz wunderbar. Aber um was geht es in dem Buch? Wir sind hier in einem kleinen Dorf, wie so oft in den USA und es macht sich eine Krankheit breit, die Aurora-Krankheit und diese bringt alle weiblichen Lebewesen zum Schlafen, beziehungsweise lässt sie diese nicht mehr aufwachen und sie fallen in eine Art Dornröschenschlaf. Und und nicht nur, dass die Frauen alle schlafen, nein, um sie herum webt sich eine Art Kokon und wer diesen Kokon versucht, da durchzudringen und die Frauen weckt, der sollte ganz schnell laufen, denn es passiert etwas Merkwürdiges mit diesen Frauen und die Frauen sind danach nicht mehr sie selbst und nicht mehr die, wie sie eingeschlafen sind. Was es mit dieser Schlafkrankheit so auf sich hat, was die Männer tun, wenn alle Frauen schlafen und wer das ganze Chaos am Ende sauber macht, eine große Frage, das erfahrt ihr dann natürlich, wenn ihr die knapp 1000 Seiten gelesen habt. Natürlich kann man jetzt zu dieser Geschichte nicht wirklich viel erzählen, ohne vielleicht zu viel zu erzählen, oder man könnte zwar viel erzählen, weil es ja ein 900 Seitenbuch oder 960 Seitenbuch ist, aber ich persönlich finde, dass die Info tatsächlich reicht, um es spannend zu machen und man muss tatsächlich gar nicht mehr wissen, als dass es grob tatsächlich darum geht, was tun die Männer, was tun die Frauen und was hat es mit dieser Krankheit auf sich. Dazwischen, zwischen den Zeilen, gibt es ganz viele Wahnsinnsgeschichten. Es gibt so viele Charaktere, wie man es von Stephen King fast gewöhnt ist. Es gibt viele Geschichten, in denen es unfassbar viele Charaktere gibt, so auch in Sleeping Beauties. Und ich muss sagen, am Anfang fand ich das tatsächlich sehr verwirrend. Ich glaube auch, dass das Problem war für mich beim Hören, dass ich nicht reingekommen bin, weil es eben so viele Charaktere zu Beginn auch war. Man hat es aber nach 100, 120 Seiten auf jeden Fall drin. Man weiß dann, wer ist, wer zu wem steht und wie das alles zusammenhängt. Und man ist dann einfach in der Geschichte drin. Es ist bestimmt kein Anfänger-King-Buch. Auch wenn ich die Geschichte total toll fand, glaube ich, dass man sich damit schon ein bisschen schwer tut, wenn man keinen Stephen King kennt und kein Gefühl dafür hat, wie er so schreibt und wie er auch Charaktere so in Geschichten einbringt. Was mich anfangs tatsächlich so ein bisschen gestört hat, ist, dass es bis zur Hälfte des Buches so ein bisschen um diese Vorgeschichte ging. Und ich auch irgendwann so mir dachte, wann kommen wir denn jetzt mal in den Schritt weiter. Und das ist so gefühlt auch der fast einzige Kritikpunkt, den ich an der Geschichte habe. Es gibt spannende Anspielungen auf andere King-Bücher, es gibt tiefgründige Charaktere, die toll erschaffen sind, die sehr toll und tief gezeichnet sind, die man wirklich vor Augen hat. Es gibt Orte, die man sieht, wenn man die Augen zumacht und die wirklich im Kopf ein Kopfkino machen. Das fand ich großartig gemacht. Da kann der Meister tatsächlich, hat er tief in die Kiste gegriffen und Unterstützung von seinem Sohn bekommen. Das finde ich wirklich Hammer. Die Anspielungen auf andere Stephen King-Geschichten fand ich ganz, ganz toll. Zum Beispiel gibt es jemanden, der Bücher in einem Frauengefängnis verteilt und diese Bücher sind von Joe Hill und Peter Straub. Also Leute, die man natürlich mit Stephen King in Verbindung findet. Und das fand ich tatsächlich unglaublich spannend und ich glaube, dass man beim ersten Mal lesen gar nicht alle Details und Anspielungen so einnimmt und Dinge, die wieder Bezug ziehen. Es gibt hier auch ganz viele Anspielungen auf die 19, was ja auch eine Zahl im King-Universum ist, die eben sehr spannend gestaltet ist. Es ist sehr politisch. Man merkt zwischen den Zeilen schon ein bisschen, dass diese ganze Sexismus-Debatte, die sich eben auftut, dass die hier eine Rolle spielt. Denn wie sind Männer, wenn keine Frauen da sind? Was geht Männern da durch den Kopf? Natürlich könnte man jetzt sagen, das ist recht Klischee, aber ich glaube tatsächlich, es ist auf der Welt eben zu 80% alles Klischee. Und die
die Gedanken, die hier die Männer-Frauen-Rolle so einnehmen, fand ich großartig gesponnen. Ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht so unrealistisch ist, so erschreckend dieses Szenario ist und man manchmal auch nicht unbedingt vielleicht dann unbedingt einschlafen wollte, weil man Angst hatte, wenn man aufwacht, dass man vielleicht nicht mehr aufwacht. Es gibt Geschichtsstellen, die aus Sicht von Tieren erzählt wird, was ich persönlich nicht ganz so gerne habe. Ich mochte das auch in der Arena nicht unbedingt. Ich fand das bei Cujo noch ganz okay, aber es ist nicht immer ganz meins, weil ich doch ein bisschen denke, dass die Tiere auf jeden Fall anders ticken und denken und andere Dinge wahrnehmen, als wie wir Menschen denken, dass sie das tun. Aber ich fand das einen interessanten Ansatz, einfach so diese Welt aus der Sicht von Tieren zu erzählen und fand diese Geschichte wirklich sehr spannend erzählt, wirklich mit wenigen Längen. Wenn man mal so den Anfang nicht so sieht, wie ich ihn vielleicht empfinde mit dem, das ist der Anfang, die Vorgeschichte. Ich fand tatsächlich, man ist gut durchgekommen. Also auch, wenn man so 500 Seiten mal weg hatte, dachte man, hoch. Und ich hatte Nachmittag, da waren zack 250 Seiten weg. Und man denkt sich, aha, okay, das hast du jetzt einfach mal so inhaliert. Also man kommt wunderbar durch die Geschichte durch. Und ich glaube, dass das ein Pluspunkt von Owen King ist, der da seinen Vater, glaube ich, so ein bisschen angetrieben hat. Denn Stephen King neigt ja doch ein bisschen manchmal zu sehr vielen Ausführlichkeiten, die nicht jeder mag. Ich tatsächlich schon. Ich mag es ja auch, ne? Wenn man mir in High Fantasy ganz viel von der Welt erzählt und so natürlich auch hier. Aber es gibt so manche Stellen, wo ich denke, huch, da ist so ein bisschen ja, Hektik reingekommen, die ich gut fand. Und ich glaube, dass wir das tatsächlich so ein bisschen Owen King verdanken, dass das an mancher Stelle ein bisschen schneller geht. Was ich aber grottenschlecht fand, ist zum Teil wirklich die deutsche Übersetzung. Und ich habe lange an mir selbst gezweifelt, ob ich jetzt einfach nur spinne, ob ich verrückt werde, ob was mich da innehalten lässt. Und es gibt jetzt ein paar Beispiele, die man rausziehen könnte, aber es waren eben immer mal so Sätze, die für mich irgendwie komisch klangen. Und wenn irgendwas komisch klingt, dann halte ich auch mal so inne. Und dann ist auch mein Fantasiebild für einen Moment irgendwie unterbrochen, ist dann so ein Störungsbild. Und ich habe lange überlegt, Mensch, woran liegt das? Was ist das? Und dann habe ich jetzt auch ein bisschen mich mit anderen ausgetauscht und habe auch mal in die ein oder andere Rezension geguckt, natürlich dann in die deutschen. Und es gibt tatsächlich einigen, denen das aufgefallen ist, dass zum Beispiel sehr oft der Dativ verwendet wurde und kein Genitiv. Und ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so das Ausschlaggebende bei mir ist, ob ich das sonst anders mache, aber es kann durchaus sein, dass mir das irgendwie komisch auffiel. Dann ist sehr viel Dialekt dabei und unser Übersetzer verwendet ganz oft nach einem Komma wo anstelle als. Und ich glaube tatsächlich, das waren immer die Momente, wo ich denke, Also es gab so einige. Also mir ist das wirklich vermehrt aufgefallen, dass mir die Übersetzung nicht so gut gefallen hat, was ich sonst von keinem King-Buch so gefühlt in Erinnerung habe. Das Ende war relativ ruhig gehalten. Es lösen sich auch nicht alle Fragen auf, was ich zum Teil ein bisschen schade fand. Aber es war logisch, es war ein bisschen Horror, es war ein bisschen Fantasy und es war einfach eine tiefgründige Geschichte über die Geschlechter, über die heutige Zeit, über die Politik und alles so gemischt mit ganz interessanten Charakteren und eben auch den Tiersichten. Und ja, bis auf diese merkwürdigen Übersetzungsfehlern, die nicht allen auffallen, also ich habe mich auch mit der Paddy und Thorsten ausgetauscht, denen ist das nicht aufgefallen. Die liebe Chrissy hat mir zum Beispiel dann auch mal so Beispiele mitgeschickt, die sie auch aus Instagram und so gesehen hat und wo ich so dachte, okay, also es gibt so eine Fraktion, der fällt das auf und eine Fraktion, der nicht. Ja, mir ist es leider aufgefallen und es hat mich so ein bisschen stocken lassen, was ich schade fand. Und ich mir schon gewünscht hätte, dass bei einem 28-Euro-Buch und aus einem ordentlichen Verlag eigentlich schon die Übersetzung auch irgendwie stimmt. Aber ja, das tut der Geschichte natürlich an sich keinen Abbruch, aber zu dem Lesefluss für mich tatsächlich leider schon. Aber nichtsdestotrotz ein sehr, sehr gelungener Stephen King, wie ich fand, der wirklich sehr tiefgründig ist, der viele Anspielungen auf das Leben und andere Werke hat und das einfach so ein King-Herz höher schlagen lässt oder King-Fan-Herz höher schlagen lässt. Es ist nicht sein bestes Werk. Das muss ich definitiv sagen. Ich gehöre nicht zu der Fraktion, die sagt, das ist das Brillanteste, was sie je von ihm gelesen haben. Das finde ich tatsächlich nicht. Aber es ist sehr, sehr gut. Es ist eine absolute Leseempfehlung und ja, hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich habe mich gefreut, dieses Büchlein dann jetzt sozusagen auch in Händen halten zu können. Und dann war mir mal wieder nach ein bisschen High Fantasy. Und da habe ich mich für Roger Zelanys ersten Band der Chroniken von Amber entschieden, die neun Prinzen. Das ist der erste Teil von fünf
Und man kann hier hinten in der, im Taschenbuch auch schon 2, 3, 4, 5 sehen. Es ist wohl geplant, dass monatlich ein Teil davon herauskommt. Der erste Teil ist im Oktober diesen Jahres erschienen in der Hobbit-Presse, also im Klett-Cotta Verlag. Von diesem wurde mir das auch dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, jetzt im Dezember kommt auch schon der dritte Teil. Also wer da gerne schnell etwas hintereinander weglesen möchte, im Sinne von, dass die Reihe eben sehr schnell beendet ist, der ist hier auf jeden Fall gut mit dabei. Die Reihe selbst ist aus den 1970er Jahren. Sie ist also ja wieder aufgelegt worden. Deswegen kommen manchen vielleicht diese Geschichte bekannt vor. Als Taschenbuch kostet das Buch 12 Euro, als E-Book 10 Euro und hat knapp 260 Seiten. Und mir ist dieses Buch aufgefallen im Hobbit Express, also in der Zeitung, die es im Grunde immer gibt, in der Mittelerde News, wenn man so möchte. Und mich hat diese Reihe direkt angesprochen, weil ich die Idee toll fand, dass wir hier eben einen Charakter hat, der in unserer Welt aufwacht und feststellt, dass er eigentlich in eine andere Welt gehört und die Erde, also unser Planet, nur eine Kopie davon ist. Und er dann eben auch noch ein Prinz dieser Welt ist, eben mit 9 anderen. Und das fand ich sehr spannend. Zudem hat, glaube ich, auch Neil Gaiman total positiv darüber gesprochen und George R. R. Martin, das Brillanteste unserer Zeit. Und ja, von sowas lasse ich mich im High-Fantasy-Bereich ganz gerne mitnehmen. Und dachte auch so, Mensch, bei 260 Seiten, so mal 5, ist man ja doch grob bei 1200. Das könnte ein ganz gutes High-Fantasy-Werk sozusagen sein, einfach vom Umfang der Geschichte. Man darf ja ein Buch oder eine Reihe nicht immer nur nach einzelnen Bänden sozusagen werten, sondern muss natürlich so das große Ganze sehen. Und da finde ich 1200 Seiten, also wenn das so bei den 250, sage ich jetzt mal, bleibt, fand ich tatsächlich eine ganz gute Größe, wo ich dachte, hier, da kann man einfach monatlich mal einen Teil lesen und wenn das einen packt, dann wartet man am Ende auf den 5. und schwupps, liest die 1000 Seiten einfach mal weg. Ja, wir haben hier eben benannten Prinzen, Corwin, der nach einem Autounfall in einer komischen Klinik aufwacht, sich an nicht sehr viel erinnert und dann eben feststellt, dass er in New York City ist und sich aber irgendwie so nicht ganz sicher ist, dass er hier richtig ist. Er kann sich nicht so richtig an alles erinnern, auch nicht, wer er ist, wo er herkommt, findet aber doch schnell fest, dass er nicht aus dieser Welt ist und dass er ja vielleicht aus Amber kommt und trifft dann auch in unserer Welt eben auf Charaktere, die ihm eben so ein bisschen aufklären, dass er der Thronanwärter ist, dass er eben noch Brüder hat, auch Schwestern. Und Amber eben ja die Welt ist, in dessen Schatten alle anderen Planeten stehen. Also wir sind sozusagen eine Kopie von Amber und wir im Grunde so ein Abklatsch davon sind. Und nun versucht eben Corwin zurück in seine Welt zu kommen und auch als Prinz sozusagen sein Thronrecht irgendwie davon Gebrauch zu machen. So viel mehr passiert tatsächlich im ersten Teil gefühlt nicht. Also natürlich schon on detail, aber das ist so die grobe Geschichte vom ersten Drittel grob der Geschichte. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe sehr lange gebraucht, um in die Geschichte zu kommen. So die ersten 100, 120 Seiten, was ja fast schon die Hälfte des ersten Bandes sozusagen sind, war ich manchmal sehr verwirrt. Ich bin überhaupt nicht in den Schreibstil reingekommen, der sehr gewöhnungsbedürftig für mich war. Ich habe auch nicht immer so richtig verstanden, was Corwin da gerade macht und wo er die ganzen Infos her hat und dass die alle so bereit waren, ihn davon auch zu erzählen und fand das alles ein bisschen merkwürdig, wie das so zustande ging, wenn ich heute mit einem Gedächtnisverlust aufwache. Klar erzählen mir Menschen da was, aber kann ich dem immer trauen? Kann das immer stimmen? Woher weiß ich das? Und das fand ich ein bisschen merkwürdig. Zudem ist das Männer- und Frauenbild in den 1970er Jahren noch ganz anders als heute. Und natürlich muss man dieses Buch einfach als das sehen, was es ist. Eben ein Buch aus den 1970er Jahren. Aber ich fand es doch an mancher Stelle sehr befremdlich. Ja, wir kommen natürlich hier auch aus dem High-Fantasy-Bereich. Da kommen die Frauen, ähnlich wie in der Bibel, ja sowieso nicht so gut weg. Das ist einfach so. Es gibt ja selten Heldinnen. Es ist ja sehr viel Männer tragen sozusagen in High-Fantasy-Welten, zumindest in den etwas älteren Geschichten. Was ich tatsächlich zum Beispiel im Herrn der Ringe nicht schlimm finde oder auch in anderen Büchern. Aber hier fand ich einfach so die Sicht auf die Frauen schon sehr gewöhnungsbedürftig. Also denn zum Beispiel hat Corwin nicht nur 9 Brüder, also 8 Brüder, sondern auch Schwestern,
die in keinster Weise irgendwie auftauchen im Titel, die nichts irgendwie so richtig in der Geschichte verloren haben und man auch gar nicht erfährt, ja, warum haben denn die nicht irgendwie einen Anspruch oder warum tut er sich nicht mit denen zusammen, er ist denn halt Frau. Also es war schon manchmal sehr gewöhnungsbedürftig und es war an mancher Stelle auch sehr schleppend und man hat einfach lange gebraucht, ja, bis man mal drin war, bis man dabei war und dann ging es mir aber gefühlt viel zu schnell. Also gerade so die letzten 50, 60 Seiten, da sind so viele Dinge passiert, wo ich dachte, hä? Und das in der Schnelligkeit, ich konnte da manchmal gar nicht folgen und ich fand das tatsächlich nicht wirklich sehr gelungen. Es kam selten Spannung auf, es war irgendwie okay, man konnte es lesen, man wollte auch schon wissen, findet Corwin Amber und was hat es damit auf sich und was halt ganz merkwürdig war, ist, dass Szenarien oftmals in 2, 3 Sätzen aufgelöst wurden. Und also hier war eine Situation und dann wurden uns in 3 Sätzen was erzählt und dann war es gelöst. Und man denkt sich so, hä? Also es war leider nicht mein Schreibstil, mir hat das wirklich nicht gut gefallen. Auch wenn ich die Grundidee spannend finde, finde ich die Umsetzung leider nicht gelungen. Und dementsprechend werde ich die Reihe nicht weiterlesen. Ja, also es ist einfach das Sprachliche, was mir nicht gefällt. Die Idee toll, aber so richtig was der Autor daraus gemacht hat. Ja, ich meine, jetzt ist der Autor, ich glaube, der Autor ist tatsächlich nicht mehr unter uns. Ja, 1995 gestorben. Dementsprechend kann man ihm jetzt auch nicht sagen, mach's im nächsten Teil besser. Ja, leider nicht meins. War okay, hat sich dann auch gegen Ende schon irgendwie lesen lassen, aber nicht mit Begeisterung stürmen. Und ich habe tatsächlich lieber, dann eben zu Sleeping Beauties oder dem anderen Buch gegriffen, das ich parallel dann dazu gelesen habe. Was ja gefühlt nicht immer das beste Zeichen ist, wenn ich ein Buch zusammen mit anderen Menschen lese, dann habe ich immer parallel ein Buch bei, aber normal bin ich schon so eher der Single-Buchleser und versuche dann eben mein Pensum sozusagen, meiner Leselust in einem Buch nachzukommen und hier habe ich gemerkt, ach naja, da greifst du mal zu was anderem. Und dann suchte ich nach Sleeping Beauties und nach oder während etwas High-Fantasy-mäßigem, etwas fürs Herz und habe zu Von Amor gemobbt von Anna Fischer gegriffen, ein Buch, das am 16. November diesen Jahres als Self-Publisher bei Amazon erschienen ist. Kostet als Taschenbuch 10 Euro und als E-Book ist es aktuell zum Sonderpreis für 99 Cent erhältlich, was wirklich ein absoluter Schnapper ist. Das Buch hat 310 Seiten und wurde mir vom Autor zur Verfügung gestellt. Ja, Anna Fischer ist ein Pseudonym. Das ist, soweit ich mich richtig erinnere, der Name der Mutter des Autoren und steht eben für wunderbar ans Herz gehende Liebesgeschichten. Ich kenne Anna Fischer sozusagen schon von einer Geschichte, die zusammen mit Annika Bühnemann erschienen ist, und zwar Küss mich Superstar. Ich glaube, aktuell ist die Geschichte komplett bei Annika und gar kein Anne Fischer mehr oder Anna Fischer mehr dabei. Ich weiß gerade gar nicht, aber da bin ich das erste Mal mit das ist ein bisschen komisch, ja, in Verbindung gekommen und ja, ich wurde gefragt, ob ich Lust habe und da ich ja in der Winterzeit tatsächlich gerne mal was lese, was ans Herz geht und ich sowohl Cover wie Titel wie Klappentext cool fand, dachte ich, da greife ich mal zu. Ja, Zoe steht mitten im Leben, sie ist Psychotherapeutin und mag das, was sie tut, sehr gerne, sie steht zu dem, was sie macht, sie möchte Menschen helfen, sie möchte auch etwas in dieser Welt so ein bisschen bewirken und hat aber kein Glück in Sachen Liebe. Doch eines Tages taucht ein etwas merkwürdiger Typ bei ihr auf, der behauptet, er wäre der Gott Amor und er müsse jetzt den Fehler, den er getan hat, revidieren und sie müsse ihm dabei helfen. Und das passiere wohl nicht allzu oft und er hat auch nicht sehr viel Kontakt zu Menschen, aber jetzt muss sie ihm da helfen, um seinen Fehler ja im Grunde auszubügeln und das könne auch nur sie, denn jeder Mensch hat nur einen Seelenpartner, einen Schicksalsmenschen und nur mit dem läuft das Leben korrekt und alles andere ist eben nicht so richtig dolle. Und dass sich Menschen ja sowieso ständig über nur Äußerlichkeiten definieren oder dann eben auch mal nach der Lust gehen, sind sowieso die meisten Beziehungen auf der Welt sozusagen zum Scheitern verurteilt. Und diese wunderbaren Weisheiten erfahren wir von Amor. Und es entwickelt sich eine wunderbare Freundschaft zwischen den beiden. Und Zoe muss jetzt eben so ein bisschen die Aufgabe lösen, ihren Schicksalsmenschen von sich zu überzeugen und sich selbst auch ein bisschen davon zu überzeugen. Und das alles in einer Paris dieser Kulisse,
Was leider ein bisschen kurz gekommen ist, was ich sehr, sehr schade fand. Man hat nicht immer gespürt, dass Zoe eine typische Französin ist oder dass wir wirklich in Frankreich sind. Das fand ich wirklich schade. Es hat sich doch relativ deutsch angefühlt. Da hat es auch nicht genützt, eine kleine Tour durch Paris zu machen und manche Sehenswürdigkeit zu sehen. Also das war mir gefühlt leider ein bisschen wenig. Bei mir ist kein Paris-Feeling im Grunde aufgekommen. Das Buch hätte an jedem Ort spielen können, wo es ein paar Sehenswürdigkeiten gibt. Fand ich schade, aber es liegt ja nicht der Fokus darauf, mir einen Paris-Roman zu geben, sondern natürlich eine Liebesgeschichte. Ich fand die liebe Zoe wirklich sehr sympathisch. Sie war vom Charakter her wirklich ein gefühlter, echter Mensch, also wie man wirklich auch handeln würde. Es war nichts extrem Unlogisches dabei, nur leider wurde sie ein bisschen schwankend beschrieben. Und damit meine ich nicht ihre Taten, sondern dass ich so das Gefühl hatte, man war sich nicht sicher, in welche Richtung Zoe eigentlich tendiert. Als wenn man sein Schöpfling sozusagen nicht richtig kennt. Und manchmal dachte ich, das passt jetzt nicht so zu dem, was sie 10 Seiten vorher gemacht hat. Das fand ich ein bisschen schade, dass da so mancher Holprat drin war, weil man Zoe schon mag und auch mit ihr mitfiebert, aber das manchen Moment einfach so ein bisschen komisch wirken lässt. Zudem fand ich tatsächlich auch die Götterwitze von Amor nicht immer lustig, denn ich glaube tatsächlich, insofern es Götter gibt wie Amor und er hat uns wunderbar erklärt, wie das funktioniert, glaube ich nicht, dass sich Götter komplett aus der Menschenwelt fernhalten und gar nichts kennen. Also Amor war relativ befremdlich, was den Menschen, er hat auch dieses ganze Liebesdingens nicht verstanden, die Schmetterlinge im Bauch und ja, hat auch so Begrifflichkeiten auf der Erde nicht gewusst und ich glaube tatsächlich einfach nicht, dass wenn es Götter in irgendeiner Art und Form gibt, die da oben sind und Liebespfeile losschießen, dass die nicht verstehen, wie das funktioniert auf der Erde. Also, dass die keinen Fernseher kennen und ich glaube das irgendwie nicht. Klar haben die vielleicht andere Probleme, das mag sein, aber sie sind ja die Götter der Erde und dementsprechend müssten sie sie eigentlich kennen. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade und entspricht einfach nicht dem, wie ich mir Götter vorstelle. Optisch muss er natürlich ein Adonis gewesen sein, ist ja schließlich auch Amor, aber so kopftechnisch fand ich das ein bisschen schade und ich mochte auch seine Witze irgendwann nicht mehr, wenn er dann immer ganz dumm dahergelabert hat, so aller, ich bin Amor und ich bin doch ein Gott und ich dachte mir, ja, jetzt haben wir es alle verstanden. Ich fand es irgendwann nicht mehr lustig und ich mochte dann auch so die Anspielungen manchmal nicht und dachte mir immer, ach Mensch, lass die doch einfach ein normales Gespräch führen. Der Schreibstil war sowieso ein bisschen holprig, was ich sehr schade fand, weil ich fand die Idee grundsätzlich sehr cool. Ich mochte diesen Gedanken des Schicksalsmenschen sehr gerne und dass man ja eben so den einen hat und sich von vielen Dingen ablenken lässt und manchmal eben nicht den Wahn findet, was verschiedene Gründe eben einfach haben kann. Und das fand ich tatsächlich ganz cool von der Idee, auch wie die Wendungen so passiert sind. Aber der Schreibstil war ein bisschen holprig, es war an mancher Stelle einfach zu wenig bildhaft, es Spannung war auch nur teilweise vorhanden und das Ende wiederum war dann in 30 Seiten geschrieben. Und das dachte ich, ach Mensch, jetzt wo sich Gefühl eingestellt hat und man dabei war, zack, 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 war das Ende. Und ich dachte, ich war so ein bisschen unbefriedigt mit dieser Geschichte und fand das wirklich schade. Also es war für zwischendurch ganz okay. Man kann damit seinen Spaß haben. Mein Stil von Liebesgeschichte war es nicht ganz, weil mir tatsächlich dann Emotionen gefehlt haben. Ich denke aber einfach, wenn man das so ein bisschen von anderen Seiten betrachtet, dann kann das eine ganz schöne Geschichte gewesen sein und sie war jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, ich habe es abgebrochen, keinster Weise. Ich habe es wirklich gelesen, ich hatte auch Spaß, ich habe auch gelacht, aber alles in allem war es eben nur eine okay Geschichte und ich habe eben auch schon Liebesgeschichten gelesen, die mich mehr mitgerissen und gepackt haben, was ich tatsächlich schade finde, aber es kann halt nicht jedes Mal und jedes Buch ein Highlight sein. Aber dennoch, wenn euch das Thema anspricht, denke ich, macht man bei 99 Cent absolut nichts falsch und kann auf jeden Fall mal reinlesen, vielleicht auch in die Leseprobe lesen, damit man so ein Gefühl bekommt, wie ist da der Schreibstil und ob einem das eben liegt oder nicht. Dann ist heute ein wunderbarer Neuzugang bei mir eingekommen. Ich habe es auf Instagram schon mal gepostet, findet ihr auch in der Infobox, also Instagram. Und ich habe mich mega gefreut, denn es ist sozusagen Weihnachtspost vom Drachenmond Verlag. Ich bin hier
Lounge-Blogger, was mich ja sehr, sehr freut. Und auf meiner Wunschliste steht Sturmmelodie von Alexandra Fuchs schon ein ganzes Weilchen. Und dieses wunderschöne Buch ist jetzt ja als Vorab-Weihnachtsgeschenk-Buch sozusagen bei mir angekommen. Freue ich mich wirklich sehr. Das Cover ist einfach mal wieder wunderschön gestaltet. Und ich freue mich auch auf die Geschichte. Wir haben hier eben mit einer Wandlerin zu tun, die in der Ausbildung ist. Und dann soll sie eben ja das Adelsgeschlecht der Grimm und auch ihre Art beschützen. Und ja, dann passiert natürlich allerhand, auch optisch innen wirklich super schön gemacht und wirklich optisch sehr, sehr schön. Es waren dann auch noch eine Karte mit drin. Ja, hier ist zum Beispiel ja nochmal was von Alexandra Fuchs, auch ein kleines Lesezeichen. Es war auch eine Leseprobe bei und auch der Katalog, den habe ich mir rübergelegt. Und ja, ein super schöner Neuzugang, auf den ich mich im neuen Jahr auf jeden Fall auch sehr, sehr freuen werde. Ja, dann hat am 1. Dezember ein Booktuber Adventskalender gestartet, der begonnen hat mit dem lieben Thorsten vom Kanal Toto liest. Und ich packe zumindest jetzt mal seinen Kanal unten in die Infobox. Da könnt ihr gegebenenfalls jetzt schon die 3 Videos, die online gegangen sind, nachholen. Es wird jeden Tag um 8 Uhr morgens auf einem Kanal, der dann eben der Reihe nach kommt, ein Video erscheinen mit ganz unterschiedlichen Winter-Weihnachtsthemen. Mein Türchen wird sich öffnen am 7. Seid da also morgens kurz nach 8 mit dabei. Und ja, lasst euch überraschen, was ich mir da so ein bisschen gedacht habe. Und ich hoffe, ihr guckt hier rege einfach bei den lieben Kollegen mal vorbei und genießt mit uns die wunderbare Adventszeit. Seit dem 1.12. gibt es auch eine neue deutsche Netflix-Serie, die eigens produziert ist, und zwar Dark. Und ja, es lässt schon vom Trailer und vom Bild, also vom Szenenbild, so ein bisschen an Stranger Things erinnern. Und ich habe leider bisher nur geschafft, die erste Folge zu gucken. Und ich muss sagen, mir hat die erste Folge ganz gut gefallen. Sie hat mich ein bisschen mitgerissen. Ich fand die Musik sehr episch, die Kameraeinblendungen sehr amerikanisch. Es geht ein bisschen schnell, was ich tatsächlich an mancher Stelle schon zu schnell fand. Und ich fand jetzt auch, dass die deutschen Schauspieler nicht ganz so prickelnd sind. Man bekommt sehr oft ein Stranger Things-Gefühl und überhaupt so ein bisschen Gruselfilm-Gefühl, so auch wieder so ein bisschen 80er, 90er Jahre. Es ist einfach, glaube ich, gefühlt aktuell der Trend und da ja stürzt sich dann natürlich auch das deutsche Netflix drauf. Man hat so vom Gefühl schon den Gedanken, dass das eine hochwertige Produktion ist und ich denke mal, dass ich jetzt die anderen Folgen auch in den nächsten Tagen angucken werde und werde euch dann auf jeden Fall in der nächsten Bücherwoche ein bisschen darüber berichten. Aber wer jetzt vielleicht einfach sagt, er hat gerade ein bisschen Zeit, sucht eine neue Serie auf Netflix und mag so ein bisschen was Gruseliges, der kann da auf jeden Fall mal reingucken. Und da ich mich ja sehr, sehr gerne grusle, habe ich in dieser Woche auch auf Kabel 1 Stephen Kings S angeguckt. Und zwar die Produktion aus 1990 und also die erste Verfilmung sozusagen von S. Und ich muss sagen, ich kam mir direkt wieder vor wie 12 oder 13 und habe mich unglaublich gegruselt. Es ist eine gelungene Verfilmung. Ich finde sie tatsächlich nicht schlecht. Ich kann so mit manchen erwachsenen Schauspielern nichts anfangen, die meiner Fantasie damals schon nicht entsprochen sind, mochte aber tatsächlich die Kinderschauspieler gerne, zum Beispiel auch Jonathan Brandis, den man ja aus allerlei Filmen kennt, auch aus Sequest, aus der Serie, der ja leider nicht mehr lebt, der hat sich ja damals relativ jung ja auch umgebracht, weil er mit diesem Kindererfolg nicht zurechtkam, hat auch Filme mit Chuck Norris und so gemacht. Und es sind ja allerlei Jungschauspieler dabei und natürlich auch von den Erwachsenen John Ritter. Auch sie ist, also es waren so ein paar bekannte Schauspieler für die damalige Zeit. Und ja, ich habe mich da in den Bann ziehen lassen, habe das zusammen mit meiner Mama geguckt, so ein ganz alter Tradition. Und ja, es hat so eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert und hat meine Mama schon gesagt, sie geht heute nicht mehr duschen. Gibt da so Szenen, wo man sich denkt, okay. Und ich dann auch, wie ich ja im Grunde gegangen bin, ich habe es ja nicht weit, wir wohnen ja im gleichen Haus, ich muss ja nur einen Stock höher. Ich dann auch zu meiner Mama gesagt, da bleibst du in der Wohnungstür stehen, bis ich oben bin. Ja, und ich habe in dieser Nacht auch Licht in meinem Flur gelassen, weil ich so dachte, ich mag keinen Clown. Ja, also es ist total verrückt. Kopfkino funktioniert. Stephen King nimmt einen ein. Ich finde die Verfilmung wirklich gut gemacht. Es ist jetzt nicht das Beste und die Creme de la Creme der Verfilmungen oder der Gruselfilme, aber es hat natürlich schon so eine gewisse Spannung und ich finde Pennywise ist einfach Wahnsinn. Und
auch dieses ganze Derry, wie das gezeigt wird. Und man guckt das halt, man guckt 5 Minuten und man ist total drin. Und das ist halt sowas, was Stephen King ausmacht, was man auch in Sleeping Beauties gemerkt hat, dass man so nach einer halben Stunde lesen, man ist irgendwie in dieser Welt und man kann sich das vorstellen. Das hat man hier mit Derry wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die Geschichte ist ja ein bisschen anders erzählt, als jetzt das Remake erzählt ist. Das Remake erzählt ja die Geschichte wirklich so, wie sie passiert sind, werden wir ja im Original sozusagen immer mit Rückblenden arbeiten aus dieser Kindheit, was 28 vorher, Jahre vorher war, wobei ich glaube im Film waren sogar 30 Jahre. Schon so ein bisschen faszinierend, dass man sich die Zeit so rechnet, wie man sie gerade braucht. Aber gut, ich glaube jetzt bei Dark sind es sogar von 33 Jahren die Rede. Also man variiert da so ein bisschen mit der Zeit, dass man wahrscheinlich so wunderbar einfach in die 80er passt, wie es ist. Und ja, es war auf jeden Fall wieder gruselig. Ich fand die Atmosphäre toll. Das Ende ist tatsächlich nicht so ganz meins aus der Verfilmung, weil ich mir mein Ende in der Fantasie immer... Ja schon, es geht ja, ist ja das gleiche Ende, aber für mich war das ein bisschen anders. Und das ist im Film doch manchmal recht plump und schnell und ja, aber ich fand's gut. Also ich habe mich gegruselt, ich kam mir wirklich vor wie 13 und konnte mich dran erinnern, wie ich da verschüchtert auf meiner Couch saß und ja, zum Glück war Mami dabei und ja, Pennywise ist zum Glück nicht in dieser Nacht erschienen, erst die Woche erst den Tag drauf, also die Nacht drauf, in die Luftballons, durch das eigene Schlafzimmer fliegen, ja. Muss man lernen, einfach zu lachen, auch im Traum. Und Leute, man kann tatsächlich Träume beeinflussen. Man muss es nur probieren. Klappt auch ganz gut, wenn Ramsay Bolton mal wiederkommt. Aber gut, ich schweife hier mal wieder ab. Und ich glaube, ich habe für diese Woche aber alle Themen. Ja, in der Woche wird jetzt kommen, ich denke mal, das Neuzugänge-Video und dann eben auch das Adventskalender-Türchen am 7. Und hoffe, ihr seid da bei beiden Videos mit dabei. Vielleicht habt ihr ja eins der Bücher schon gelesen. Schreibt mir das gerne natürlich in die Kommentare, was auch ihr diese Woche gelesen habt, ob da ein Highlight dabei war, ein Flop dabei war, ob ihr irgendwo sagt, oh mein Gott, Steffi, bloß nicht. Gerne auch Serientipps, Netflix habe ich und auch Amazon Prime. Da habe ich schon was auf der Watchlist. Aber wenn ihr da Tipps habt, die so ein bisschen in irgendeine Richtung gehen, wo ihr denkt, hey Steffi, das ist was für dich, dann natürlich immer gerne her damit. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meiner Bücherwoche. Wünsche euch heute weiterhin einen schönen ersten Advent. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.